Politische Parteien haben nichts anderes im Sinn, als uns zum Stimmvolk zu machen. Unsere Meinung, die sie generiert haben, in der Urne als zählbar wiederzufinden. Sie interessieren sich nicht für unsere Bedürfnisse. Das hat nichts mit Politikverdrossenheit zu tun. Das ist ein Geschäft. Und dass wir dieses Geschäft mitmachen, ist in Ordnung. Das ist Demokratie, aber es ist unsere verdammte Pflicht, uns Gedanken darüber zu machen, mit wem wir dieses Spiel spielen. Wer unsere moralischen Grundsätze vertritt. Und ob wir immer wieder dem Gleichen die Stimme geben oder ob wir vielleicht Konstellationen wählen. Ob wir durchschauen, warum Konstellationen überhaupt entstanden sind und wie wir sie in Zukunft verhindern können. Es geht nicht um einen Präsidenten oder eine Präsidentin in den USA. Es geht um Politik. Es geht um Toleranz. Es geht um Mitgefühl. Es geht um Menschen. Kann man eine Mauer bauen zwischen Mexiko und den USA, wenn 3/4 der Angestellten in den USA aus Mexiko kommen? Ja. Sind diese Menschen uns dann gut genug, wenn sie Dienstleister sind und dann wieder schlecht, wenn sie partizipieren wollen? Nein, kann man nicht. Kann man in Freiheit leben, wenn man anderen die Freiheit verbietet? Warum sollen Schwule nicht heiraten, wenn man selbst vielleicht heiraten will? Warum soll man Grundsätze überhaupt haben in einer Welt, in der jeder mit seiner eigenen Freiheit umgehen kann? Warum muss uns irgendjemand überhaupt etwas vorschreiben, außer einer einzigen Sache? Respekt vor dem anderen zu haben.